Wer hätte das für möglich gehalten, meine Damen und Herren? Selbst aus den untersten Reihen der bildungsfernen Dilettanten erreicht mich im Augenblick immer häufiger ungeschickt kaschierte Bewunderung. Sowohl mein Instagram als auch mein GMX-E-Mail, also meine E-Mail-Adresse orthomed-praxis@gmx.de, sind gehackt worden. Und das zeigt mir doch, dass ich irgendetwas richtig zu machen scheine. Diejenigen, die meine Arbeit nicht schätzen oder ein Problem damit haben, was ich in medizinischer Seite oder auch im größten bisher noch niemals dagewesenen Verbrechen, was die Menschheitsgeschichte je erlebt hat, zu sagen habe, die können sich ja weiterhin unter der modernsten Diktatur oder dem modernsten Sklavenstaat, den die Welt je gesehen hat, unterwerfen. Die Maske tragen, Hände falten, Schnauze halten. Ich hingegen werde weiterhin diese Dinge zum Ausdruck bringen, so wie ich sie sehe und die ich für richtig halte. Ich werde also, um es kurz zu sagen, meinen Eindruck zum Ausdruck bringen. Also soll heißen, das Instagram-Konto existiert insofern nicht mehr. Es ist zwar noch online, aber alles, was von diesem Programm ausgeht, stammt nicht von mir. Alle Mitteilungen, was auch immer, welche Zielsetzung hier verfolgt wird, das weiß ich nicht. Das interessiert mich auch nicht. Aber Tatsache ist, mein neues Instagram lautet andreas.schlecht.52. Meine neue E-Mail-Adresse schmerztherapie@gmx.de. Instagram andreas.schlecht.52 und E-Mail schmerztherapie@gmx.de. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bin gespannt auf neue, interessante, spannende Themen und natürlich auch auf eure Kommentare. Wenn du einen Wunsch hast für ein Video, ein Thema, was dich interessiert, dann schreib es mir einfach in die Kommentare oder lass es mich wissen. Herzlichen Dank, bis bald.